es. Du bist kein Tag gealtert. Willkommen zurück, Mr. Stark. Hab dich vermisst, Kumpel. Zum Abflug bereit? Voll einsatzfähig. Sag mir, wo es hakt. Die Chimera läuft mit Sekundärenergie. Wir haben schwere Rumpfschäden. Triebwerke offline. Klima... Also übel. Das ist eine korrekte Einschätzung. Okay, dieser Vogel muss in die Luft. Wie bitte? AIM weiß, dass er hier ist. Dann darf er nicht mehr hier sein, wenn sie eintreffen. Was? Alles klar. Würdest du dir etwas für mich ansehen, während wir arbeiten? Natürlich, Sir. Versuch bitte, diese Datei zu entschlüsseln. Sofort. Ich muss schauen, warum die Turbinen nicht anlaufen. Neuer Held verfügbar. Initiatorkerne im Hangar ansehen. Okay. Wir gucken mal was. Oh, Alter, immer dieses Startmenü läuft bei mir nicht. So. Wir können ja quasi... Habe ich da irgendeinen Fähigkeitspunkt? Ja, habe ich. Schön. Ausrüstungstechnisch können wir mal gucken, ob wir irgendwas haben, was wir tauschen können. Aber ich glaube, für den Tony habe ich jetzt noch nicht so viel. Aber wir können kosmetisch was tun. Oh yeah. Oder ganz oldschool. Alter, was da für geile Ironman-Anzüge gibt, Mann. Schaut euch das mal an. Das, ich hab Bock auf den. Alright. Wir sollen zum Hangar, hieß es. Will ich wissen, was hier vor sich geht? Hey, Tony. Ich unterstütze... technischen Problem. Ich bin Phil Shelton und melde mich live. Was haben wir denn da? Nach der heutigen Notfallwarnung von AIM. Ah ja. War aber nichts für mich, so wie es aussah. Moment, hat das nicht vorher funktioniert? Ohne Scheiß. Okay, Jarvis, Zeitnahme. 1,04 Sekunden, Sir. Oh, ich bin etwas eingerostet. Jarvis, Frage. Wo bewahren wir die Zündkerzen auf? Die Initiatorkerne sind in der anderen Ecke des unteren Decks, Sir. Volltreffer! Bekomme ich jetzt einen Preis, Sir? Den größten Preis von allen. Meine Zuneigung. Wieder ein Comic gefunden und ein Upgrade-Modul. Was auch immer man mit denen macht. Aber das ist was für Tony. Das Startmenü, Freunde, muss ich echt sagen. Ey, Kenzer. Okay. Das ist was für uns. So, geh mal runter. Also, Tony lässt sich nicht schneller steuern, Leute. Nur, dass, nicht, dass ihr denkt, warum rennt der nicht? Es geht nicht. Das ist die schnellste Geschwindigkeit, die ich gerade mit Tony rennen kann. Jawohl. Okay, der muss jetzt doch da hinten runter. Zack. Was haben wir denn da in der Ecke? Noch eine Chest. Da hinten leuchtet auf jeden Fall was. Da auch. Und wir spazieren weiter durch den Hangar. Panzerung, wendiger Impuls. Probieren wir gleich nochmal. Ja, schön, dass ich jetzt von 10 Sachen das gleiche habe. Wieder behalte ich das, was ich habe. Das entspricht völlig den Sicherheitsstandards. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Okay. Na dann, mach mal. Ich wollte gerade sagen. Definitiv die Initiatorkerne. Moment. Haben die größeren AIM-Bots nicht ähnliche Kerne? Wenn ich so einen hätte, wäre der alte Vogel sofort wieder in der Luft. Korrekt, Sir.
Aber jemand müsste besagten Initiatorkern beschaffen. Ja, ich habe praktisch keine Rüstung. Aber vielleicht könnte ich was zusammenbasteln. Ich durchsuche das Inventar nach übrig gebliebenen Rüstungsteilen. Danke, Kumpel. Okay. Hey, Tony, ich arbeite noch an der Tür. Kannst du mal nach Kamala sehen? Sie hat wohl ihre Sprechanlage ausgeschaltet. Oh, okay. Sicher. Ja, diese ganze Sache bestimmt hart, sich daran anzupassen. Alles klar. Alles klar, so, jetzt schauen wir uns mal um. Hier, da gibt's nix. Wir gehen mal zur Kamala vor. Ah ne, zu dem Schmutzraum will ich nicht. Ich hab keinen Bock. Dieses langsame Rumgelatsche ist irgendwie nervig. Zweiter Stock der alten Crew-Quartiere, stimmt's? Jarvis, kannst du sehen, ob sie überhaupt oben ist? Sir, es gibt kein Überwachungssystem in den Privatquartieren. Wer hatte denn diese Schnapsidee? Ohne Witz. Sie, Sir. Sir, nur für den Fall. Ihr altes Zimmer ist noch intakt. Natürlich. Yeah. Altes Zimmer, Freunde. Hier sieht's ja aus. So haben sie es verlassen. Als ich auf der Ranch gelebt habe, hat es Jahre gedauert, bis ich nicht mehr laut mit dir geredet habe. Jarvis macht Kaffee, Jarvis leert den Abwassertank. Jarvis, wo sind meine Socken? Es freut mich, dass sie ohne mich überlebt haben, Sir. Es ist schön, wieder da zu sein. So, Jarvis, was haben wir denn da? Kannst du diese ganzen Memos für mich lesen? Und fang jetzt nicht mit regelmäßiger Wartung an. Ich weiß, dass du mich hörst. So, gibt's hier sonst was? Ah, ja, meine Gitarre. Ich hatte doch hier eine Reserve. Okay. Hier habe ich jetzt nichts mehr weiter gesehen. So, check nochmal, kann man das, Da will ich nicht hin. Da komme ich, glaube ich, in den Hauptraum. Da, ja. Dann betrete ich jetzt also das Zimmer eines Teenagers. Ja. Hey! Tut mir leid. Klopf doch an! Ich hab's versucht, das ist eine Klopf... Faust, Jarvis, hilf mir doch mal. Der Sperrmechanismus einiger Crewquartiere auf der Chimera scheint noch nicht aktiv zu sein. Dachte ich mir. Ich kümmere mich drum. Bitte tu das. Wir treffen uns in 10 Minuten auf dem Kommandodeck. Du solltest auch kommen. Ich weiß, ich sehe lächerlich aus. Ja? Das tust du? Mann. Nein. Das tun wir doch alle. Das gehört zum Job. Hast du Maturas Outfit gesehen? Wehender Umhang? 80s Schulterpolster. Ziemlich lächerlich. Ich stehe auf diesen, Oh, das ist ein Bikini. Meine Ma hat ihn mir gekauft. Muslimas tragen sowas zum Sport, weißt du? Das ist cool. Oh, ich denke, ich sollte was anderes machen. Warte. Beim Outfit geht's nur um Haltung. Wirk einfach überzeugend. Los, zeig mal. Komm schon, das kriegst du besser hin. Ja, genau, das meine ich. Okay. Vielleicht könnte ich dir mit einem Upgrade helfen. Ich habe schon ein paar Ideen. Wirklich? Ja. Oh, und wenn Bruce was sagen sollte, erinnere ihn einfach dran, dass er eine super stretchy Leggings trägt. Bruce, der Kleinen geht's gut. Sie ist zäh. Ich mag sie. Und sie lacht über meine Witze. Sie wächst einen ans Herz. Kommst du zu mir ins Tech-Labor? Die Tür ist so gut wie repariert. Wird gemacht, Stretchhose. Wie bitte? Nichts, bin unterwegs. So. Ins Tech-Labor, mal schauen, wo das ist. Hey, was ist davon? Übersehen?
Zusammengehalten von Spucke und Draht. Zum Glück bin ich hier, um alles zu reparieren. Es wäre schon geil, lieber wieder fliegen zu sehen hier. Chimera. Oh, was haben wir da? Noch eine Chest. Oh, das ist gut. Okay, da wollen wir nicht hin. Wie mit der Tür? Die ist zu. Oh, servus. Du arbeitest immer noch an dieser Tür, oder? Ich muss nur den kompletten Verteilerkasten entfernen und dann die Verbindung. Da, 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 da. Gut gemacht, Kumpel. War doch gar nicht so schwer. Langsam erwacht hier alles wieder zum Leben, was? Willst du ein Kompliment hören? Nein, nein, war nur eine Feststellung. So, wir schauen uns hier mal um, ob es hier irgendwas gibt. Bisschen was zum Looten. Oha! Das ist doch eine Rüstung, Bruder. Die Tür auch offen? Aber ich denke, hier muss ich das einfach einschalten wieder, ne? Ist klar. Wir schauen erstmal hoch. Gucken uns mal hier ein bisschen um. Ah, was haben wir da? Ja. Nein. Für das Projekt bin ich noch nicht bereit. Ah, okay. Aber Loot gibt's. Okay. Dann schalten wir das Ding mal ein. Falls wir irgendwo hin wollen, brauche ich eine alternative Energiequelle. Die Chimera ist für Terrigen ausgelegt, aber ich kann sie für etwas weniger Explosives umbauen. In meiner alten Werkstatt ist alles, was wir brauchen. Ich scanne die Region auf Quellen, aber es wird etwas dauern, die Wärmesignaturen potenzieller Initiatorkerne zu identifizieren. Gut, bis dahin brauche ich eine neue Rüstung. Wo finde ich Teile, um die Fertigungseinheit zu reparieren? Ich habe einen guten Bergungsort gefunden und die Koordinaten an den Einsatztisch gesendet. Sobald sie bereit sind. Alles klar. Einsatztisch, verstanden. Fertigungseinheit reparieren, glänzende neue Rüstung bauen, dann den Vogel in die Luft bringen. Okay. Utah Badlands. Here we go. It's Iron Man time. Bin ich bei der Reparatur der Chimera keine Hilfe. Jarvis, was hast du für mich? AIM verlegt gerade ein experimentelles Landungsschiff mit Teilen, die sich für die Reparatur der Fertigungsmaschine eignen könnten. Leider ist es extrem gut bewacht. Aber AIMs Verteidigung ist auf einen großen Luftangriff ausgelegt. Wenn ich allein anfliege, mit der Schlucht als Deckung, komme ich rein und kann das Schiff entführen. Das ist riskant, aber ich sehe derzeit keine Alternative. Ich lade die letzte bekannte Position des Landungsschiffs auf ihr HUD. Wegen der Schlucht kann ich nicht alle Infos bestätigen. Sie sollten sich beeilen. Meine Rüstung ist nicht die neueste, aber sie sollte mich in einem Stück hinbringen. Höchstens zwei. Wir müssen schnell. Auf geht's! Aktualisiere ihr HUD. AIM weiß von unserem Eindringen. Und wenn wir es einen Überraschungsbesuch nennen? Eindringen klingt, als wären wir dabei die Bösen. Jawohl, Sir.
Also Beschaffungsausflug. Ich weiß nicht, wie lange unsere Beute an ihrer Position verweilen wird. Alles klar, beeilen wir uns. Okay. Okay. Metaphorische Uhr tickt. Ich weiß, Kumpel. Die Kamera muss starten, bevor AIM sie findet. Und ich brauche eine anständige Rüstung. Wie viel Feuerkraft hat AIM da unten? Ziemlich viel, so wie es aussieht. Und wie viel davon ist Tech, die sie Stark Industries nach dem A-Day gestohlen haben? Unmöglich zu sagen. Oh Mann. Okay, also ich muss da nur hinfliegen, oder was? Das ist irgendwie, bisschen schade. Sie nennen das wirklich ernsthaft eine Rüstung? Das ist witzig. Mach die KI frech, habe ich gesagt. Das wird lustig, habe ich gesagt. Sorry, du kannst da fast nicht dodgen. Sorry, fighten ist ein Witz mit dem Iron Man gerade. Du sollst halt überhaupt nicht fighten, du sollst nur dodgen. Und das ist gerade, das sagt gerade wieder hart. Ja, komm, halt dein Maul. Auf die Fresse, Mann. Auf die Schnauze jetzt. Gibt's hier irgendwie was extra Loot-mäßiges oder? Heute nicht. Sieht nicht so aus. Okay. Und jetzt? Holen wir das Landungsschiff und hauen ab, bevor AIM große Geschütze auspackt. Buchstäblich. Ich stimme Ihnen zu, Sir. Dr. Tartan würde mit Sicherheit nur zu gerne auf Ihrem Grab tanzen. Danke, Jarvis. Jetzt habe ich das Bild von George im Kopf, wie er auf meinem Grabstein herumhüpft. Verzeihung, Sir.
Landungsschiff müsste direkt vor Ihnen sein. Hey, ist hier doch recht gemütlich. Ich wollte gerade sagen, sieht doch schön aus. Wo zur Hölle ist mein Landungsschiff? Scan läuft. Das Landungsschiff wurde an eine sichere Position gebracht. Wir können es nicht vor dem Start erreichen. Doch, wenn wir die Rüstung um 300% überlasten und den direkten Weg nehmen. Sir, Sie könnten buchstäblich explodieren und diese Schlucht ist gefährlich. Schon, aber ich brauche die Geschwindigkeit. Vorwärts, Goose, und spiel was Schnelles. Oh yeah. Okay. Ihre Rüstung hält nicht ewig. Diese Rüstung ist alles, was ich noch besitze, nachdem George Golden Acres niedergebrannt hat. Ich werde sie nicht aufgeben. Alright. Die Schuhe machen komische Geräusche. Kein Wunder, Sie haben einen akustischen Dämpfungsschaltkreis verloren. Das ist doch nicht euer Ernst. Hallo, steig halt bitte auf! Ah, sorry, Square Enix, Schmutz ist das! Das Landungsschiff fährt hoch. Weiter, Sir. Jarvis, jetzt kann ich den A-Day wieder gut machen, der Kleinen helfen und ganz ehrlich, es Georgie Boy zeigen. Natürlich mache ich weiter. Ihre Artillerie visiert sie an. Okay. Achtung. Achtung, was Achtung? So, diesmal überhaupt kein Damage getaggt. Das Landungsschiff gescannt. Es enthält die für die Reparatur der Fertigungsmaschine erforderlichen Teile. Ausgezeichnet. Sehen wir jetzt nach den Kindern und danach nach Hause.